Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, mein Name ist Musk One und ja, ich begrüße natürlich auch die, die noch nicht Bürger und Bürgerinnen, die noch nicht Bürgerinnen oder Bürgerinnen, ja, so rum, auf unserem Server sind, in unserem Land des, ja, kann sagen Kapitalismus, relativ, ja. Eine weitere Ausgabe von unserem allseits bekannten, umstrittenen, zumindest für die, die erwischt wurden. Trank der Nachtsicht erstmal. So rum. Genau, also umstrittenes Format für die, die erwischt wurden bei diesem Format, denn wir begrüßen einen Cheater Report. Ich bin gespannt, was dieser Spieler Abranax. Er findet Dias. Okay, zur Vorgeschichte ganz kurz, was der Spieler hat sich für den Spieler Mr. Keksteig, der Report steht in der Beschreibung, eingesetzt. Er hätte das natürlich auch auf Anwaltsebene klären können, im Teamspeak mit Beweisen dementsprechend. Vor dem Weltgericht hätte man es austragen können, aber er entschied sich dafür, Selbstjustiz auszuüben. Und ja, der Hochadel natürlich geht dort in Schutzposition und lässt sowas natürlich nicht gerne zu. Es ist möglich, wenn man es gut macht, aber Abranax, ich kann den Namen, ich werde ihn nie lernen, Abranax AD hat da sich auf jeden Fall nicht so gut eingefädelt, sage ich mal. Ja, er meinte, man bannt Spieler hier ohne Grund. Ihr seht es im Cheater Report, wie gesagt, Link in der Beschreibung von Mr. Keksteig, wie ohne Grund da gehackt wurde. Und auch er hat schon angedeutet, ja, dann hackt mich doch auch von diesem Scheiß-Server, wenn ihr seht, was ich jetzt gleich mache. Und wir haben gesehen, er hat eben schon sehr offensichtlich Dias gefunden. Ich bin gespannt, wo der Hack uns hinführen wird. Ein Kirschi ist mit dabei. Grüße an dieser Stelle. Ja, er findet hier Dias Gold, ja. Bin gespannt. Er hat sich eigentlich schon verraten. Ich verstehe den Sinn jetzt nicht genau. Also er meinte so auch, wir sollen das Video löschen von Mr. Keksteig und dass wir Ärger mit der Polizei bekommen. Cheater Report verklagt, lässt grüßen auch an dieser Stelle. Also er hat sich auf jeden Fall mit uns beschäftigt, kennt unsere Formate, unsere Videotitel. Prost, und ich glaube, er will einfach hier ein bisschen provokant den Hochadel angreifen. So, und bin... Boah, das sind aber auch Diamantvorkommen hier, das ist... ja, ich weiß nicht, wir können die mal trollen vielleicht. Müsste er ja Slash Ilava 10 mal machen. Aber es geht gar nicht. Wie geht denn das Lava Bucket? Ich meine, gerne einfach mein Game Mode 1. Das ist schon mal das erste, was man machen müsste. So. Lava setzen. Oh, wo ist er hin? Abranax HD, hier ist er. Ja, ich weiß nicht, ich will eigentlich... Oh, wie geht dieses TNT nochmal, was sofort explodiert? Game 1. Ich will doch Game 1 rein. So, jetzt. Slash I TNT 1, so, ne? Oh, meine Maus jetzt ist so buggy und mein scheiß Mauspad auch. TNT, das ist nicht das richtige TNT. Hä?
Hä, warum geht das nicht hoch? Ich hasse dieses Scheiß-Game. Ich werde es nie verstehen, warum TNT nie hochgeht. Entweder floppt es, weil ich in der Stadt bin, oder es floppt, weil es irgendwie nicht betätigt. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall hat uns der Abranax hier zu sehr interessanten Vorkommen gesendet. Er weiß, dass ich da bin, krank. Ja, ich weiß, ich will jetzt Kishi nicht unbedingt killen. Aber Flint und Steak gönne ich mir. So, es juckt ihn gar nicht, dass hier TNT hochgeht. Er findet die jetzt, hat er vier Diamanten offiziell gefunden. Vorher hat er sie einem Kirsch überlassen, der sie #Ehrenmann-like nicht angenommen hat. Da reckt sich auch alles. Okay, er gräbt sich da weiter rein. Hat wohl wieder was gefunden. Ja, okay. Video kommt dann nächsten Samstag. Und ja, ich würde sagen, damit machen wir mal einen Schlussstrich unter die Sache. Der wird auf jeden Fall auch gebannt. Ist er jetzt da rein? Ja. Oh, er hat sich gerettet. Und einem Kirschi rettet ihm auch das Leben. Nee, doch nicht. Oder doch? Ich weiß gar nicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich mache hier Schluss. Der sammelt mir nämlich hier zu viele Dias aus der Abbauwelt weg. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wenn euch das Video gefallen hat, viele hatten es ja auch schon nachgefragt, wann denn endlich mal ein Cheater-Report kommt, aber Cheater haben hier deutlich nachgelassen. Wie gesagt, der bekannteste Hack immer noch am besten zu gebrauchen ist X-Ray hier auf dem Server. Ich meine, man sieht es, aber man sieht es halt erst dann, wenn er wirklich massenweise Dias findet und so, und man muss den halt erst vanishen. Ich meine, so Fly oder so, es bemerkt ja jeder, es kann auch easy screenshotten und so weiter, ne? Aber ja. Naja, ich bin auf jeden Fall auf eure Bewertung gespannt. Schreibt auch gern in die Kommentare, wie ich die Leute trollen kann, ne? Mir fällt hier nie was ein. Ich kann Lava, TNT machen und so. Das ist halt unspektakulär. Ja, ich denke, er hat auf jeden Fall das bekommen, was er will. Er hat ja förmlich danach gebettelt, auch mal auch ein Video zu bekommen. Das hat er hiermit auch bekommen. Ja, liebe Grüße an Kirschi, der hier in dem Video mehr oder weniger die Nebenrolle gehabt hat. Maskwan ist raus, M21, M2 nice.